Jo Freunde, was geht und damit willkommen zu einem neuen Video und einer neuen möglichen Videoreihe. Und zwar habe ich mir für Formel 1 Manager Folgendes überlegt. Wir werden eben verschiedene Experimente machen und in der heutigen Folge widmen wir uns eben dem 0% Setup und die Frage, die mich dabei seit Beginn des Spiels eigentlich beschäftigt hat. Und zwar kann man tatsächlich möglicherweise mit einem 0% Setup eben ein Rennen gewinnen und wir werden das Ganze eben mit der Scuderia Ferrari machen und wahrscheinlich auch die meisten Videos von dieser Reihe. Ihr könnt auf jeden Fall vorab gerne ein Like da lassen, wenn euch eben das Ganze gefällt, eben Experimente in Formel 1 Manager, verschiedene Dinge auszuprobieren und schreibt auf jeden Fall auch gerne weitere Vorschläge in die Kommentare, was ich sonst noch so ausprobieren kann. Da Ferrari eine ganz chaotische Truppe ist, schlüpfen wir eben in die Rolle des Teamchefs Maurizio Arrivabotto. Ihr könnt gerne mal reinschreiben, aus welchen beiden Ferrari-Teamchefs eben der Name zusammengesetzt ist. Ihr könnt das gerne reinschreiben, ist wahrscheinlich sehr offensichtlich. Wir legen damit los und zwar direkt in Bahrain, ist eigentlich ein ganz gutes Wochenende, glaube ich, auch für Ferrari. Ferrari hat hier im Spiel übrigens auch das beste Fahrzeug und mit Leclerc und Sainz sehr, sehr starke Fahrer. Leclerc 88er Rating und Carlos Sainz eben einen 87er Rating. Schon sehr, sehr krass, die beiden Fahrer. Ansonsten kann ich mal ganz gut Spionage betreiben für die Williams-Karriere, was Ferrari eben so für gute Leute hat. 83er und ein 90er Leiter der Aerodynamik, das ist schon krass. Vor allem hier sehr, sehr große Unterschiede. Kurvengeschwindigkeit bei Williams, glaube ich, 15% und bei Ferrari 30%. Damit wollen wir uns heute nicht beschäftigen, sondern eben mit dem Rennwochenende. Und zwar eben ein Rennen zu gewinnen mit einem 0% Setup. Mal schauen, ob das Ganze eben auch so klappen wird. Ansonsten gibt es sehr viele interessante Dinge, die man auch noch ausprobieren kann. Unter anderem vielleicht zu versuchen, mit dem schlechtesten Fahrer im Spiel einen Punkt zu bekommen. Der schlechteste Fahrer ist eben Federico Malvestiti mit 32er Rating. Also mit ihm könnte man vielleicht auch mal versuchen, irgendwie Punkte zu bekommen oder möglicherweise auch ein Podium. Ihr könnt, wie gesagt, gerne Vorschläge reinschreiben. Das erste Training wird erstmal simuliert und dann schaue ich mal rein. Charles Leclerc ganz vorne, Sainz auf Platz 3, allerdings das Setup bei 59% und jetzt wird das Setup eben umgeändert. Ich bin der neue Ferrari-Chefingenieur, ich schau mal rein. Aha, in Ferrari braucht man höchstwahrscheinlich ganz, ganz wenig geraden Topspeed. Ist ja eine sehr, sehr enge Strecke, fast schon wie Monaco. Deshalb werde ich natürlich hier bei den Geraden ganz nach links gehen, minimal. Der Ferrari braucht, glaube ich, ganz, ganz wenig übersteuern. Sehen wir ja hier ganz perfekt. Ganz weit weg vom blauen Bereich. Das muss schon das Richtige hier sein. Ansonsten Stabilisatorverteilung natürlich auch ganz nach rechts bei der Traktion. Radsturz gehen wir auch ganz nach links, so wie es geht. Kurvengeschwindigkeit, Bremsstabilität ganz nach rechts und das sollte so, glaube ich, schon passen vom Setup her. Sieht doch ganz gut aus, dass wir hier schöne 0% letzten Endes erreichen können. Ich glaube, schlechter kann man das echt nicht mehr machen, weil hier ist leider die Kurvengeschwindigkeit noch relativ weit in der Nähe vom blauen Bereich, aber sonst dürfte alles passen. Training wird simuliert. Ich hoffe, man kann überhaupt ein 0% Setup hier erreichen im Spiel. Die haben das wegen dem Simulieren wieder umgeändert. Okay, deshalb 66%. Dann muss ich natürlich wieder einiges hier umändern, so wie es davor war. Dann schicke ich im dritten Training die Fahrer mal auf die Strecke mit den tollen Setups heraus. Oh, Charles Leclerc sagt, irgendetwas stimmt nicht mit dem Auto. Wen wundert es schon? Genauso wie Carlos Sainz. Irgendwas stimmt nicht mit dem Auto. Trotzdem sind wir auf Platz 2 und 3 hinter Max Verstappen. Okay, das Setup ist überall im schlechten Bereich. Also ich gehe mal davon aus, dass wir hier ein 0% Setup haben werden. Leider steht beim Setup-Vertrauen ein Fragezeichen. Ich hoffe mal, dass man da im Nachhinein auch trotzdem das Setup-Vertrauen mal sehen kann. Beim Setup-Vertrauen leider immer noch gar kein Zielfortschritt. Da steht 0% auf der rechten Seite. Ich hoffe, das stimmt dann auch, dass wir 0% bekommen haben. Wir legen jetzt mit dem Qualifying los. Ich bin mal gespannt, ob wir es weiter schaffen, aber ich denke mal schon. Die Leistung im Training war echt nicht schlecht dafür, dass wir ein 0% Setup haben müssten. Jetzt das Ende von der ersten Qualifying-Runde. Charles Leclerc kommt erstmal über die Linie 1:31.38 und Carlos Sainz ist minimal dahinter, 41.000stel. Und damit sind wir trotzdem eine Sekunde vor Pierre Gasly. Also das müsste, glaube ich, locker ein Q3-Anzug werden. Schon heftig, wie gut der Ferrari hier im Spiel einfach ist. Wir schauen mal rein. Auto-Setup ist tatsächlich bei 0% Setup für höchstes Vertrauen und damit haben wir es eben geschafft. 0% Setup ist am Start und dann sehen wir mal eben, wo es uns letzten Endes trotzdem hinführt, weil schlecht sieht es ja bisher nicht aus. Wir sind 6/10 vor Mercedes. Damit sollte mindestens mal ein Podiumsplatz vor dem Mercedes safe drin sein und das ist halt schon heftig, wie gut wir trotzdem sind. Und besonders groß ist der Rückstand auf Verstappen auch nicht. Gerade mal 30.000stel, hä? Also das Setup macht anscheinend gar keinen so großen Einfluss oder der Vorsprung von Ferrari ist einfach sowas von groß im Spiel, weil es sind ja eben die Leistungen von Beginn der Saison und da hatte ja Ferrari eben das beste Auto. Am Ende haben wir es ganz locker in Q2 geschafft, nämlich nur knapp hinter Verstappen und sogar vor Sergio Perez, also Platz 2 und 3 trotz 0% Setup. Die Runden in Q2 auch gefahren und damit wieder mal vor Sergio Perez. Also das sieht schon mal ganz stark aus, also Platz 2 und 3 sind eigentlich schon mal ganz safe drin. Letzten Endes haben wir es sogar auf Platz 1 und 2 weiter geschafft in die nächste Session. Vor den beiden Red Bull, sogar die Pole Position ist drin.
drin und das eben mit dem 0% Setup, das ist schon echt verrückt. Also besonders schlecht als neuer Ferrari-Teamchef haben wir es bisher anscheinend nicht gemacht. Jetzt geht es los mit der Runde hier in Q3. Carlos Sainz fährt als erstes vor Charles Leclerc, ist eben hier schon fast mit der Runde fertig. Jetzt kommt noch Charles Leclerc, seine Runde war, glaube ich, auch ganz gut. Purple im dritten Sektor, damit die 1:31,2, eine halbe Sekunde vor Carlos Sainz. Oh, Verstappen ist doch schneller, 15.000stel und hätte damit aktuell die Pole uns weggeschnappt. Schade. Jetzt gleich der nächste Versuch in Qualifying. Es geht eben um die Pole Position. Carlos Sainz und Leclerc aktuell auf Platz 2 und 3. Also mindestens mal diese beiden Plätze sollten schon mal safe drin sein. Zweiter Sektor auch eine Verbesserung, aber das muss sowieso drin sein, weil Sainz erste Runde war echt nicht gut. 40,8. Oh, Purple im zweiten Sektor von Leclerc. Damit könnte die Pole sogar drin sein. Mal schauen. Carlos Sainz ist hier auf Platz 3 gelandet vor Perez, aber leider knapp hinter Verstappen und Leclerc. Verstappen hat sich nicht minimal verbessert und Leclerc. Jawohl, Leclerc holt sogar die Pole Position. 16.000stel vor Max Verstappen. Alles klar, Freunde, mit dem 0% Setup auf Pole. Carlos Sainz auf Platz 3. Also echt eine Top-Leistung dafür, dass wir so ein scheiß Setup haben. Mich würde auch noch interessieren, was eben die normale Zeit wäre, also von Charles Leclerc bei einem besseren Setup. Wahrscheinlich wären wir schon so 2/13 vor Verstappen, gehe ich mal davon aus. Ihr könnt das gerne mal reinschreiben. Es haben ja auch ein paar Leute eben eine Ferrari-Karriere gemacht. Damit jetzt eben im Rennen am Start. Ich glaube, strategiemäßig könnte man eigentlich mit Medium starten. Ja, Mediums und Hard wäre echt kritisch von den Reifenbelastungen her. Wäre zwar ein bisschen schneller angeblich, aber wird halt wie gesagt ein bisschen kritisch. Ich glaube, bei Sainz versuche ich es mal und bei Charles Leclerc fahre ich ganz normal eben mit der 2-Stop-Strategie. Bei Sainz fahre ich dann eben auf harten Reifen. So ungefähr in Runde 27 mit dem Boxenstopp. Und damit geht es jetzt los mit dem großen Preis von Bahrain. Charles Leclerc von der Pole Position mit 0% Setup. Sainz von P3. Also schon sehr starke Ausgangslage. Und dann mal schauen, ob wir das Ganze eben sogar gewinnen können gegen Verstappen. Strategisch sind wir ganz gut aufgestellt, haben eben beides abgesichert. Zum einen 1-Stop mit Sainz, 2-Stops mit Leclerc. Und dann schaue ich mal, was sich so ergibt. Sainz schon mal ganz gut fast an Verstappen vorbei. Und zwar hier die Onboard von Sainz. Jetzt sind wir, glaube ich, wirklich vorbei neben Verstappen. Boah, Verstappen kann sich doch noch durchsetzen. Schade. Ich glaube, ich versuche mal mit Leclerc erstmal durchzuziehen, damit Verstappen keinen DRS bekommt. Und dann schauen wir mal. Die Pace könnte, glaube ich, echt ganz gut werden. Also das Rennen zu gewinnen ist gar nicht so unwahrscheinlich, wie ich gedacht habe. Sogar, glaube ich, eine größere Wahrscheinlichkeit. Jetzt Sainz gegen Verstappen und kommt vorbei auf Platz 2. Sehr, sehr stark. Also Sainz mit den Mediums an Verstappen vorbei. Und damit sind wir schon auf Platz 1 und 2. Also besser kann es echt nicht laufen. Alles klar, einfach Doppelführung hier. Krass, Freunde. Also hätte ich nicht gedacht, dass es so einfach hier laufen könnte. Carlos Sainz hier schön vorbeigezogen in der ersten Runde. Sieht bisher ganz entspannt aus. Leclerc 1,2 Sekunden vor Sainz. Ich glaube, mit Sainz kann ich vielleicht ein bisschen pushen, um DRS zu bekommen. Wäre vielleicht eine Möglichkeit, damit Verstappen keinen DRS bekommt. Wir aber schon. Stand jetzt sieht es gut aus. Verstappen hat kein DRS. Carlos Sainz dahinter aber schon. Das wäre natürlich perfekt, weil so können wir eben die Red Bull aus dem DRS-Fenster halten und die Führung quasi immer weiter ausbauen. Jetzt hat Sainz sogar schon die Sekunde. Carlos Sainz jetzt schon ganz nah an Leclerc dran. Verstappen 2,3 Sekunden dahinter. Also schon eine größere Lücke. Sehr nice. Das sieht, glaube ich, schon mal ganz gut aus. Also läuft nach Plan. Wenn ich das hier so weiter schaffe, können wir die Führung immer weiter ausbauen und dem Sieg kann echt nicht so viel im Wege stehen, außer eben ein Unfall. Krass eben mit einem 0% Setup. Ich habe das, wie gesagt, echt nicht gedacht, dass wir so stark sind. Und Carlos Sainz zieht sogar an Charles Leclerc vorbei hier. Mit der 1-Stop-Strategie läuft es ganz gut für den Spanier von Platz 3. Jetzt auf Platz 1 nach vorne gekommen. Vor Charles Leclerc sogar. Hoffentlich können wir uns quasi gegenseitig immer weiter nach vorne ziehen durch das DRS. Das wäre natürlich ganz geil. Ansonsten Reifenzustand 78 bei Leclerc. Also wie gesagt, 2 Stops werden wir sowieso machen. So ungefähr in Runde 18 und dann nochmal in Runde 41. Bei Sainz ungefähr in Runde 27 mit dem 1-Stop. Sainz und Leclerc überholen sich die ganze Zeit gerade gegenseitig, aber dadurch der Vorsprung auf Verstappen schon über 4 Sekunden. Also sieht doch schon mal sehr, sehr gut aus aktuell. Die Reifen auch noch ganz okay. 49% bei Leclerc, 68% bei Sainz. Ich muss bei Sainz, glaube ich, schon ein bisschen mehr aufpassen, weil wir müssen ja so bis Runde 27, 26 schon durchziehen. Also ich glaube, bei Sainz gehe ich echt mal hier auf leicht, also ein bisschen Reifen schonen. So ist es, glaube ich, noch besser. Sainz bekommt zwar immer noch DRS, aber kommt halt nicht mehr am Leclerc immer vorbei. Jetzt sind die ersten Fahrer in der Boxengasse. Ich glaube, mit Leclerc, würde ich sagen, kann man noch eine Runde pushen und danach eben auch gleich in die Boxengasse reinfahren. Jetzt zieht Carlos Sainz wieder hier an Leclerc vorbei und damit eben der nächste Führungswechsel. Mit Leclerc werde ich, wie gesagt, jetzt eben in die Boxengasse fahren und dann eben am Ende nochmal ungefähr in Runde 41, heißt knappe 24 Runden. Jetzt fährt Leclerc in die Boxengasse rein. Sainz kann ganz entspannt vorne wegfahren, muss eben noch knappe 9 Runden hier auf den Reifen aushalten und dann dürfte es, glaube ich, auch passen. Wir haben jetzt ein bisschen eben die Reifen schonen können. Hinter Leclerc bin ich eben hier auf Sparen und auf Leicht gegangen. Wir kommen eben auf Platz 2 wieder raus vor Russell ganz entspannt. Charles Leclerc mittlerweile 12 Sekunden schon vor Verstappen, also schon heftig.
wie schnell wir einfach sind. Carlos Sainz muss auch bald in die Boxengasse, so in 3-4 Runden ungefähr. Die Reifen allerdings schon bei 36%. Also ich muss, glaube ich, schon echt stark schonen, auch im zweiten Stint vor allem. Aber stehen schon mal alle Weichen auf Sieg. Wir sind eben deutlich vor den Red Bull. Hätte ich ehrlich gesagt echt nicht erwartet, dass wir so viel schneller sind mit Charles Leclerc. Carlos Sainz war in der Box, kommt vor Verstappen raus und knappe 4 Sekunden hinter Charles Leclerc. Charles Leclerc fährt unglaublich stark, schon 5 Sekunden vor Sainz und eben 16 vor Max Verstappen. Also es sieht wirklich absolut top aus, dass wir das Rennen wirklich mit 0% Setup hier gewinnen. Charles Leclerc kann nochmal eine Runde pushen und danach eben den nächsten Boxenstopp machen. Dann dürfte das eben auch schon passen. Mit Mediums könnte man da durchgehend pushen. Wäre, glaube ich, auch eine gute Idee. Ich glaube, ich mache das sogar. Also Charles Leclerc auf Mediums. Charles Leclerc ist fertig mit dem Stop, kommt 12 Sekunden hinter Carlos Sainz raus. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir diese 12 Sekunden noch einholen können auf Sainz. Wir sind deutlich vor Verstappen und zwar über 10 Sekunden. Jetzt nur noch 4 Sekunden Charles Leclerc hinter Sainz. Also ich glaube, es wird eben ein Sieg für Leclerc letzten Endes, weil wir sind echt deutlich schneller. Sainz Reifen auch nur noch bei 47%. Und jetzt Charles Leclerc im DRS-Fenster von Carlos Sainz mittlerweile schon. Also sieht sehr, sehr gut aus. Nochmal ganz kurz Benzin sparen. Oh, Leclerc fährt hier ein bisschen raus. Okay. Verstappen ist 32 Sekunden dahinter. Das ist halt wirklich krank. Also keine Ahnung, wieso wir so viel besser sind. Also der Ferrari sowas von OP anscheinend hier im Spiel. Jetzt Charles Leclerc die Führung übernommen. Kommt ganz entspannt weg von Carlos Sainz. Ich feiere auch diesen Ingenieur ja von Ferrari. Der redet so witzig. You are doing a good job. Jetzt kommt Charles Leclerc in die letzte Runde. 8 Sekunden Vorsprung auf Carlos Sainz. Also wirklich ganz entspannt. Und Verstappen eben 30 Sekunden dahinter. Das ist schon krass. Also ungefähr sind wir eben eine halbe Sekunde pro Runde schneller gewesen. Und das wie gesagt mit dem 0% Setup. Ich glaube echt nicht, wie gut ich dann bei dem normalen Setup gewesen wäre. Ich glaube, das kann ich nachher auch nochmal ausprobieren. Zumindest in Qualifying. Weil mich würde echt interessieren, wie viel besser eben Ferrari bei dem normalen Setup pro Runde gewesen wäre. Bei dem 0% Setup waren wir in Qualifying ja quasi gleich schnell wie Verstappen. Und jetzt kommt eben Charles Leclerc über die Linie. Wir haben das Experiment geschafft. Mit 0% Setup haben wir tatsächlich das Rennen hier gewonnen. Und das sogar mit einem Doppelsieg. Carlos Sainz auf Platz 2. Sehr, sehr geile Leistung. Hätte ich ehrlicherweise echt nicht erwartet, dass wir so viel schneller sind als Verstappen und Perez. Und damit eben die ersten beiden Plätze Doppelsieg mit 0% Setup. Und schreibt wie gesagt gerne noch weitere Vorschläge zu Experimenten rein in die Kommentare. Ich habe mir eben schon überlegt, dass man eventuell mit dem schlechtesten Fahrer im Spiel irgendwas erreichen könnte. Das wäre auch eine coole Idee. Punkte oder Podium, ich weiß jetzt nicht, wie groß die Unterschiede sein werden, aber ich denke mal, Punkte ist schon eher ein realistischeres Ziel als ein Podium. Mit dem schlechtesten Fahrer im Spiel, das wäre auch noch eine sehr coole Idee. Charles Leclerc stehen geblieben. Ist Benzin leer oder was? Alles klar, Charles Leclerc steht da einfach rum. Egal, wir haben das Rennen gewonnen. Charles Leclerc ganz vorne. Sehr, sehr geil hier mit der Crew am Jubeln. Mit dem besten Setup der Welt haben wir es einfach geschafft zu gewinnen. Da merkt man, wie einfach es mit Ferrari in dem Spiel anscheinend ist, dass wir selbst mit dem 0% Setup ganz entspannt zum Sieg fahren können. Jetzt bin ich wieder in Bahrain und möchte, wie gesagt, nochmal gerne herausfinden, wie viel besser wir eben in Qualifying wären mit einem normalen Setup, also 100% im Idealfall, weil es war echt schon sehr, sehr dominant, vor allem eben im Rennen. Boah, nach dem ersten Training schon mal 93 und 84% Setup. Jetzt Leclerc 97%, also damit bin ich schon, glaube ich, zufrieden. Jetzt zwei 97% Setups, das dürfte passen. Und dann werden wir eben jetzt mal in Qualifying schauen, wie groß der Vorsprung letzten Endes hier sein könnte. Ich habe Q1 und Q2 geskippt und jetzt mal in Q3. Das war ein bisschen dumm vom Timing hier. In der ersten Runde Leclerc direkt hinter Carlos Sainz. Bin aber echt gespannt, wie groß der Vorsprung hier letzten Endes sein wird. Leclerc und Sainz natürlich fast gleich schnell, weil eben Leclerc hinter Sainz festgehangen hat. Was? Magnussen ist Zweiter? Hä? Also ich weiß echt nicht, wie die Zeiten simuliert wurden. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Zeiten von der KI ein bisschen an das Setup angepasst werden. Wenn man selbst ein schlechtes Setup hat, fährt die KI gefühlt auch langsamer. Jetzt ist Bottas sogar schneller. Hä? Jetzt geht es los mit der entscheidenden Runde hier in Q3. Mal schauen, Carlos Sainz schon mal mit Purple im ersten Sektor. Also da sehen wir sind eigentlich schon deutlich besser, als wir es eben in der ersten Runde gezeigt haben. Carlos Sainz im zweiten Sektor auch Purple, 40-5-6. Also schon deutlich besser als, glaube ich, in der ersten Runde. Keine Ahnung, was im ersten Versuch los war. Das war ja auch ganz merkwürdig. Jetzt Charles Leclerc kommt im zweiten Sektor wieder mal langsamer als Carlos Sainz. Also interessant. Leclerc eben langsamer. Sainz auf Pole 1.30.7. Damit schon deutlich schneller als davor. 1.30.7. Wirklich starke Rundenzeit. Also viel, viel besser als mit dem 0% Setup. Jetzt kommt nochmal Charles Leclerc. Und der schafft eine 1.30.7.38. 2000stel vor Carlos Sainz. Und damit wieder mal die Pole Position. Irgendwie sind die Red Bull gefühlt genauso
nah dran wie im vorherigen Versuch bei 0% Setup, was gar keinen Sinn macht. Also wir fahren 1.30 7er Zeiten, aber die KI ist plötzlich auch schneller gefahren. Anscheinend ist das echt gewissermaßen so ein Gummiband-Effekt. Also es spielt gefühlt gar keine Rolle, wie gut man sein Setup aufstellt. Die KI passt sich trotzdem letzten Endes daran an, wie gut das eigene Setup war oder was. Also ganz, ganz merkwürdig, dass wir jetzt das im Experiment anscheinend herausgefunden haben. Die Red Bull sind genauso weit weg wie mit dem 0% Setup gewesen, obwohl wir jetzt ein 97% Setup gehabt haben. Aber ja, wir haben unser Experiment auf jeden Fall erfüllt. Wir haben eben den Doppelsieg geholt mit dem 0% Setup. Und ja, Freunde, damit war es das mit dem Video. Lasst gerne, wie gesagt, ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr eben neu seid und keine weiteren Videos verpassen wollt. Ganz, ganz merkwürdig, dass wir jetzt eben quasi gleich schnell waren vom Abstand her, wie mit dem 0% Setup, bloß die Rundenzeit war natürlich deutlich schneller. Also Freunde, habt noch einen schönen Tag, haut rein, bis zum nächsten Experiment und ciao!